Moin und willkommen zu Manor Lords. Wir werden bei Manor Lords mal ein neues Spiel erstellen. Und ja, das Ganze mal ein wenig ausprobieren. Vorher erstelle ich mal ein neues Logo. Beziehungsweise einen neuen Button. Lass uns mal bei der Farbe. Der Name stimmt. Und dann werden wir mal ins Standardspiel sozusagen eingehen. Aufbau mit KI-Gegner außerhalb der Karte. Also in der Early Access-Phase gibt es noch keinen KI-Gegner, der ebenfalls eine Stadt oder eine Siedlung aufbaut und die Ländereien erobert. Aber es gibt zumindest einen, der schon mal zwei Ländereien hält und ich meine uns dann auch gegebenenfalls mal angreifen kann. Und es gibt natürlich Banditen. Da kann man sich dann auch nochmal verteidigen. Oder muss sich verteidigen, besser gesagt. Genau, das Ganze starten wir jetzt einfach mal. Sieht da wirklich sehr, sehr schön aus. So, wir haben hier eine Länderei. Was gibt es denn hier? Bärenbüsche. Das ist üppiges Vorkommen. Lehm, Eisen, Stein, Tiere. Handelspunkt, okay. Das heißt, wir haben den anderen direkt hier neben uns. Die beiden Ländereien hier werden von Hildebold gehalten. Das ist quasi unser vorrangiges Ziel in diesem Szenario, ihm diese beiden Ländereien wieder streitig zu machen. Wie sehr dicht dran? Na gut, schauen wir mal. So, wir benötigen Nahrung und Brennstoff. Soweit nicht sehr ungewöhnlich. Frage, wo werden wir bauen? Wir können ja schon mal gucken, Grundwasser läuft einmal hier. Hier und da durch. Viel Grundwasser. Hier los. Ist ein bisschen weniger. Weizenfruchtbarkeit. Ja, ist fast mein
gesamtes Land. Lachs, Gerste, Roggen. Ist auch fast das Ganze. Okay, Gerüche, Feuergefahr gibt es noch nicht. Dann ist es ja fast egal, was wir bauen. Beziehungsweise, wo wir bauen. Fangen wir mal Holzfällerlager an. Ich baue das jetzt einfach mal hier unten rein. Das ist natürlich jetzt weit weg, lange Wege. Ich möchte nicht, dass der Wald hier oben gerodet wird, wo die Tiere drin stecken. Genau, nur der Ochse hier, Erhard, ist in der Lage, Baumstämme zu transportieren. Das heißt, wir werden auch über kurz oder lang quasi einen zweiten Ochsen mindestens brauchen. Bauen wir mal. Genauso brauchen wir eine Brennholzhütte. Vielleicht auch hier unten direkt dran. Zweite ran. Das ist ja merkwürdig. Wir machen auf jeden Fall nochmal einen direkten Weg hier hoch. Vielleicht auch die Lagerstätten direkt da unten bauen. Ich werde mal was gucken. Ich glaube Holz. Ach Quatsch, Holz. Stein. Stein hat man auch von vornherein. Das wird nämlich hier für den Speicher benötigt. Lagerhaus. Ein weiterer Ochse würde mich 1 kosten. Die Nahrungsmittelproduktion wird eher hier oben kommen. Speicher dazu hier oben hin machen. So. Bitte erstmal das. Obwohl. Das ist wichtiger. Dann macht mal. Can I stay with the drink?
Jetzt marschieren die meisten hier runter, um zu bauen. Kann man einmal beschleunigen. Vor dem Winter sollten wir auf jeden Fall Wohnraum schaffen. So, dem Herren schreiben wir schon mal, dass wir es doof finden, dass er die beiden hier kontrolliert. Dann setzen wir erstmal eine beliebige Familie hier ein, die dann ab sofort Baumstämme produziert. Ja, ich hätte gar keinen Sinn gemacht, hier rumzubauen, weil das Ding ist ja nachher weg. Naja. Die Balken sind auf jeden Fall schon mal angekommen da unten. Der Speicher ist auch fertig, das heißt, sie können mal hier die Sachen einsammeln. Wenn wir denn die Siedlung bauen, ich bin hier oben.
brauchen kein Holz. Hier brauchen wir kein Holz. Hier liegt schon das Holz. Hier liegt schon das Holz. Das heißt, das Holz, was ich hier habe, die 7, die müssten ja eigentlich alle zum Verbauen frei sein. Summer's coming soon, and soon the beaten sun. Ich gerade mal überlegen, zum geschicktesten Bauer. Ich mach mal hier an die Straße ran. Erstmal nur 2. Holz. Jetzt aus mit dem Holz. Kriegen wir das erstmal ab. Und ich nehme für 20 hier einen weiteren Ochsen holen. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Das mal so. Und dann die nächsten Häuser.
Markt hin. Und hier machen wir dann noch. Das Wasser. I'll go deaf from all that hammering. Eieiei. Wohnraum. Nicht genügend Vorräte. Was fehlt uns? Nahrung. Stimmt, ich habe den noch gar nicht aktiv. Holz habe ich erstmal mehr als genug. Das wacken wir die Familie ab. Aufgewirrt? Nein. Soldaten brauche ich ja eigentlich noch nicht. Habe ich das überhaupt aufgewertet? Sind ja schon. Ja, jetzt schon 5? 6? Damit wären es dann ja 7. Ja, Familienplätze.
Ja. Wir nehmen erstmal die Fallen. Dadurch haben wir zumindest immer eine gewisse Nahrungsmittelproduktion an Fleisch. Wir gucken ja hier, dass wir den Tierbestand immer auf mindestens 10 halten. Und wenn der bei 10 angekommen ist, dann jagen sie ja nicht mehr. Aber durch die Fallen gibt es trotzdem noch einen gewissen Zuwachs an Fleisch. Könnten jetzt Milizen aufstellen. Allerdings frage ich mich, kann ich die Anzahl reduzieren? Oder würden jetzt einfach nur die 20 beziehungsweise, ich habe nur 11, wenn ich das richtig sehe, würden jetzt aber die 11 sich ausrüsten und die restlichen dann halt nicht. Ich weiß es nicht. Ich mal, dass sich die Zufriedenheit langsam wieder auf über 50% erhöht, damit wir auch neue Familien bekommen können. Lebt jetzt eine Familie da drin und die andere da drin, oder wie? Nimm mal Hühner. So, jetzt brauchen wir noch Kirche und Bekleidung. Bekleidung macht eigentlich wenig Sinn, solange ich nicht solange ich nicht mehr Familien habe. Und tatsächlich erstmal nur Leinen, Leder oder Garn. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Das ist ja recht einfach, da müsste ja dann eine weitere Familie reichen. Heute jetzt eigentlich hier unten, ja, 7.
Beschleunigen wir mal bis zur nächsten Familie. Das noch eben aus. Wenn die das gemacht haben, kann die Zusatz von mir eigentlich auch noch mal was machen. Die, die sonst bauen würde. Ich baue ja sonst gerade gar nichts. Sei denn, ich baue schon mal die Gerberei. Wieder da weiterarbeiten. Und kein Bauholz mehr. Das ist schon ein gewisses Jonglieren mit den Familien. Das ist nicht so schön. Das wird sich ja hoffentlich dann geben, wenn die nächste Familie da ist. Eine neue Familie ist eingezogen.
Also wirklich viel weiter bin ich ja trotzdem jetzt nicht durchgekommen. Habe ich jetzt etwa Kranke? Keine Ahnung. Okay, wir können also die Arbeitsbereiche festlegen. Eine neue Familie. Sehr schön. Das ist sicher eigentlich irgendwas anderes wieder reaktivieren können.
gucken, dass die noch erstmal sammeln. Wird er jetzt eigentlich noch, ja, ne? Ja. Sehr schön. Der Lebensmittelstand, der bietet alles auf einmal an, ja. Sehr gut. Oh ja, und Eier ja auch noch. Das ist doch gut. So, die Sägegrube verarbeitet ja, glaube ich, hier das Bauholz in Bretter. Der Stein ist natürlich sehr, sehr weit weg. So, und wenn der Winter naht, kann das hier doch, glaube ich, gar nicht mehr gesammelt werden, ne? Meat, get your meat here.
so fresh it's practically still new. Nicht größer ziehen. Na gut. Eine neue Familie. Ich würde aber auch gerne mal wieder neue Hofstätten bauen. Und das kann ich ja dann gleich noch machen. Fertig? Nee. Fünf, sechs, sieben, acht. Der wird aber schon mitgezählt. Okay. Na gut. Jetzt kriege ich immer die Meldung hier, weil ein Holz da reingegangen ist.
eine weitere Familie eingezogen. Jetzt kommt der Schnee. Noch 20 Bretter. Jetzt reicht es aber hier langsam, ne, mit den Banditen. Wird hier auch mal was gemacht? Ja, jetzt. Noch ein Brennholzstand. Na gut.
Jo, wie oft laufen da wohl noch welche hin und machen nichts? Na gut, machen wir mal ein Morgenland. Fehlt da noch etwas?
gucken, inwieweit sich das gleich hier regeneriert. Nicht genau. Da kann nur eine von mir da leben. Drei. Das ist seltsam. Das Ding hier wird größer als das. Naja. Was haben wir denn da? Leichte Söldner und leichte Speer. Kämpfer, okay. So, weiter. Die Kirche dauert echt lange.
Don't be shy. Good berries, ladies. So plump and juicy. Jetzt alles da, naja, ein Stein fehlt. Was ist das? Wo ist denn Immenreuth? Noch eine fertige Armee. Nee, doch. Ja, komm, lass ihn machen.
Okay, das ist jetzt aufgewertet und kann also auch ein paar andere Sachen jetzt herstellen. Na gut. Kann man die ausbauen? Ja. Wieso gibt es denn angeblich keinen Brennstoffstand? Sogar zwei. Ja, mein Name.
Ja, wie baut man denn sowas? Straße errichten. Mhm. Kriegt das wieder weg. Damit. Das war scheiße.
Naja. Das passt doch jetzt nicht durch, das geht's dann doch. Passt. Hier wollte ich hin. Doch eigentlich um das hier, oder? Warum sind die hier? Ich verstehe jetzt immer noch dieser dumme Zaun, ne? Oder die Mauer oder was auch immer. Ach, das ist doch blöd.
das Ding hier eigentlich noch vor dem Winter fertig haben, aber das sollte eigentlich auch klappen. Seid um und er hat eingenommen, ja? Warum ist das Ding hier eigentlich so riesig? Komme ich eigentlich an meine Vasallen? Hier leben auch zwei drin. Gefolge. Hmm.
So, dann machen wir schnell mal diese beiden Hofstätten hier fertig bauen. Kurzzeitige Ernte. So 70 Holz brauche ich da und 71 Bretter. Naja. So, eine Familie da weniger, eine Familie Lager mehr. Naja, ich denke, das reicht dann jetzt fürs Erste. Dann werde ich mich beim nächsten Mal hier um die Bedrohung durch die Räuber kümmern. Herrenhaus wahrscheinlich weiter auskommen. Dass das Ganze einmal etwas geschützter ist. Und dann denke ich mal auch die Produktion hier weiter ankurbeln, was
Nahrungsmittel angeht. Das wird dann aus dem Weizen natürlich auch noch was machen. Holzteile und Schilde. Der macht tatsächlich erstmal Bögen. Na gut, wie gesagt, das reicht dann erstmal für heute. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter bei Manor Lords. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.